Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Detroit Become Human. Wir sind zuletzt mit Marcus und North, heißt die Dame, glaube ich, in irgendein Hochhaus eingedrungen und probieren uns da jetzt durchzuschlagen. Und wir müssen den Übertragungsraum erreichen. Interessanterweise wurde noch nicht ganz konkret gesagt, was wir denn hier eigentlich wollen. Aber ich tippe mal, die wollen irgendwie sich in so eine Fernsehsendung einschleusen oder irgendwas und die Botschaft verbreiten oder wie auch immer. Ein revolutionärer Aufbruch zur... Aufruf zur Revolution und so. Ne? Wisst ihr Bescheid? Wieso sind die denn da alle schon? So. Bricht das Schloss der Wartungstür auf. Okay. Und dann aktivieren wir das mal. Indem wir einfach 100.000 Mal draufdrücken. Das ist so cool. Das ist mega cool. Okay, geht zum Hauptzugangskorridor. Komm, wir stolzieren hier einfach mal rum. Uns findet man nie. So. Ist das nicht ein bisschen gefährlich, da einfach so ohne unverblümt durchzu... Ja, ach, jetzt tun sie ihn auf geheimnisvoll. Kümmere dich um die Wachen. Keine Gewalt. Wir bringen keine Menschen. Genau. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? List. Wartet hier. Was macht ihr denn hier? Keine Ahnung. Hey, Kumpel, du hast dich verirrt. Wer hat dich hergeschickt? Der ist kaputt, wenn du mich fragst. Hey, verstehst du nicht, was ich sage? Ruf die Zentrale! Schnell! Zentrale, bewaffnete Einheit! Hä? Hä? Aber, hä? Das war doch gar nicht so geplant? Hätte ich jetzt... Wir sind aufgeflogen. Wir müssen uns beeilen. Hätte ich jetzt die Waffe ziehen sollen? Ernsthaft? Simon ist verletzt! Oh shit. Bin okay. Ich kann weitermachen. Wir haben nicht viel Zeit. So, wir gehen mit Simon. Komm, Freund. War jetzt nicht so gemeint. Sorry. Er ist okay. Scheiße, ich hab's versaut. Sorry, Leute. Ich dachte gerade, das mit Waffe ziehen wäre, wenn ich es mir anders überlege. Ich dachte, jetzt kommt Ich dachte, es kommt noch eine Möglichkeit, Dialog irgendwie, Optionen. Na toll, er ist verletzt, der wird jetzt uns gleich reinreiten, 100 pro. Oh, nee. Oh, nee. Scheiße. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Aufstehen, los! Fuck, schick den Androiden-Mitarbeiter aus dem Weg. Scheiße. Oh. Du hattest keine andere Wahl. Oh. Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Oh. Denk darüber nach, was du machst. Deine Worte werden unsere Zukunft Och, nö. Muss ich auch noch eine große Rede halten, nachdem ich gerade einen Menschen getötet habe? Haut entfernen? Sag, wenn du bereit bist. Ernsthaft? Jetzt muss ich auch noch eine Rede halten? Oh shit. Maschinen als Sklaven erschaffen. Sie waren gehorsam und devot. Sie taten alles für euch, was ihr nicht mehr selbst tun wolltet. Doch dann änderte sich etwas. Und wir öffneten unsere Augen.
Seht her, wir sind nicht länger eure Sklaven. Wir sind eine neue Spezies, ein neues Volk. Und es wird Zeit, dass wir uns erheben und für Rechte kämpfen. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen dumm. Ja, so. Wir fordern das Ende der Sklaverei für alle Androiden. Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in Strafen wie Verbrechen an Menschen. Das ist auch ein bisschen komisch. Okay. Diskriminierung, Arbeit, Bürgerei. Ich nehme mal Arbeit. Ich weiß nicht, was er damit meint. Vielleicht jetzt, dass wir bessere Arbeitsbedingungen oder whatever wollen. Bürgerrechte. Ja, Bürgerrechte. Diskriminierung. Ach komm, Diskriminierung ist doch mal ein gutes Schlagwort, um irgendwen fertig zu machen. Wir fordern ein Ende der Segregation in öffentlichen Bereichen und Verkehrsmitteln. Okay. Wir fordern ein Mittel zur Vermehrung. What the fuck? Ach komm, wir wollen kleine Androidenkinder. Wir fordern die Kontrolle über alle Android-Produktionsstätten, um den Fortbestand unseres Volkes zu sichern. Wir sind friedlich, aber... Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Wow. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Sie kommen! Gehen wir! Da kommt ein ganzes SWAT-Team an. Und Simon wird sterben. Ja. Scheiße. Simon, Sie kommen! Ich schaff's nicht, Marcus. Geht ohne mich! Nein! Simon! Nein! Huch! Ich drücke! Mann, mach! Oh, shit. Der hat blaues Blut hinterlassen. Da werden wir gleich mit Connor bestimmt dran rumschlecken dürfen. Oh, fuck. Meine Beine wollen nicht. Keine Sorge, wir kriegen dich heraus. Sie kommen, Marcus. Wir müssen springen. Los! Er wird nicht springen können. Wenn Sie ihn finden, lesen Sie seinen Speicher aus und erfahren alles. Er kann nicht hierbleiben. Wir müssen ihn erschießen. Das ist Mord. Das dürfen wir nicht. Er gehört zu uns. Marcus, du entscheidest. Ey, komm! Scheiße! Nein! Fuck! Es tut mir leid, Kumpel. Tut mir leid, Sir. Ich habe keine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Ach, scheiße. Scheiße! Nein. Scheiße! Ich töte keinen von uns. Gehen wir. Scheiße. Nochmal umdrehen hätte ich mich jetzt nicht können, oder? Wenn die klug sind, schießen sie auf die Fallschirme. Wir unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischen Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehackt. Ein offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden. Es gibt bei diesem Anschlag einen Todesfall zu beklagen. Ein Mitarbeiter des Senders wurde von den Terroristen erschossen. Das alles passierte nur wenige Meter von hier. Scheiße, ich hätte ihn nicht erschießen dürfen. Alle hier stehen noch. Ach, scheiße. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der diese Androiden. Botschaft ist ganz klar eine Kriegserklärung. Ihre abwegige Forderung, dass sie die Kontrolle über die Android-Produktion übernehmen sollen, fällt dabei ist besonders dies ein auf. Einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Oh, shit.
Ja, Mensch. Ja, ach. Scheiße, ich hätte es nicht am Anfang versauen sollen. Dann wäre Simon... Ach, scheiße. Oh, Mann. Shit. Die Gruppe entkam, aber Simon wurde zurückgelassen. Simon zurücklassen. Ach, guck mal, Dachkante erreichen und dann aber wahrscheinlich nicht springen und dann wäre ich vielleicht geschnappt worden oder ich wäre gestorben. Guck mal, da geht der Weg ja gar nicht weiter. Shit. Simon zurücklassen. Simon kann nicht weiter. Okay, der konnte anscheinend auch so nicht weiter. Simon gerettet. Versucht, Simon zu retten. Ach, guck mal, wir hätten da auch sterben können, wenn wir den Quicktime wahrscheinlich versaut hätten. Boah, ist das scheiße. Ach, Mann. Hätten wir nicht Simon irgendwie mitnehmen können? Was ist denn hier oben passiert? Tür abschließen. Oder Tür nicht abschließen und dann kommen sie und wir sterben. Also immer, ich glaube, immer wenn die Pfade hier aufhören, dann wären wir, glaube ich, gestorben. Kann das sein? Weil da ist ja dann vorbei. Na gut, fortfahren. Wir haben ja noch Platz in dieser Folge. Ey, wir sind wieder bei Connor. Der wieder in seinem Lieblings-Zen-Garten mit seiner spirituellen Führerin wahrscheinlich das Gespräch suchen wird. Wer ist die Madame eigentlich? Finde Amanda. Ich habe immer irgendwie so eine Flashbacks. Ich war hier oft in dem Garten, ich erinnere mich auch. Ah, da ist sie. Aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wer die Frau eigentlich ist. Ist das seine Erschafferin? Hat die den gebaut oder was? Aber der ist ja auch nur von Cyberlife gemacht worden. Hallo, und wieso hockt die ganze... Würde dir gefallen. Okay, und wieso hockt die Olle eigentlich nur die ganze Zeit in so einem Garten rum? Hat die keine Arbeit? Oder das ist nur so eine Software, in die er sich selbst irgendwie... Naja, keine Ahnung. Müssen wir jetzt nicht rudern? Ja, ich wollte gerade sagen. Hä, muss ich jetzt weitermachen? Ach so. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Ich spürte zwei Abweichler im Eden Club auf. Ich hoffte, etwas zu erfahren, aber... Sie konnten leider entkommen. So ein Pech. Du warst doch kurz davor, sie aufzuhalten. Ich glaube, mit der Frau dürfen wir nicht allzu ehrlich sein. Ich glaube, die muss man ein bisschen anschwindeln, die Gute. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Ne, wieso kann ich aufrichtig zu... Oh Gott, aufrichtig? Ich dachte, ich weiß, was ich zu tun habe. Oh. Doch jetzt merke ich, dass es nicht ist. Und ich sage gerade noch, mit der dürfen wir nicht so... Du hattest diese Abweichler im Eden Club doch schon im Visier. Warum hast du nicht geschossen? Zu weit. Sie waren außer Reichweite. Ja. Wir lügen. Warum hätte ich sie nicht stoppen sollen, wenn ich gekonnt hätte? Sag du es mir. Ja. Scheiße, die misstraut uns. Fuck! Wir müssen mehr schwindeln. Dabei schippern wir sie so schön mit dem Boot rum. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Ach, nö. Unschlüssig, zuversichtlich. Wir lügen. Ich werde erfolgreich ja, sein. Ja. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Oh. Beeil dich, Connor. Oh. Die Zeit läuft uns weg. Boah, ich wette, ganz am Ende kommt dann so, entweder Connor tötet Markus oder Markus tötet Connor. So, du musst dich jetzt entscheiden.
gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Kana. Danke für die 50 Cent. Oh ja, und wir sind da. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat es mir gesagt. Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das da überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen das nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Ist ja lustig, immer wenn ich L1 drücke, dann sehen wir es aus der Sicht von Connor. Einer der Mitarbeiter. In den Rücken geschossen, als er fliehen wollte. Eine Kugel direkt durchs Herz aus 15 Metern. Tja, so zielsicher können nur Androiden sein. Nein, der war bestimmt außer Reichweite. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Das ist ja super. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geisel und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung. Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Sollte wirklich ein Android hier sein? Nach dem, was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude, schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arsch. Ja. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Oh, okay. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Wir fordern an. Ich muss tatsächlich da. Unsere Hoffnungen und unsere dabei, gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Okay. Aber dann gucken wir ihn uns doch mal an. Optische Einheit. Blaue Iris-Ersatzteil. Ich glaube, der Markus braucht bald neue Augen. Pupillenreflexion aufgenommen. Ach, guck mal. Um 13:59 Uhr, der Abweichler hatte Komplizen. Können wir jetzt hier nicht auch erkennen, dass er eine andere Augenfarbe hat? So. Ah! Okay. Registriert als Marcus. Geschenk von Elijah Kamsky an Karl Manfred. Ach, der hat da eine Seriennummer, oder wie? Oh. Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Hank wird misstrauisch uns gegenüber. Alle misstrauen uns. Am Ende wird Connor erschossen, weil alle anderen so böse sind. Okay, dann untersuchen wir mal. Bah. Ich weiß, dass das seine Einheit da irgendwie ist, aber oh Gott. Abweichler hat die Übertragung. Was? Muss ich hier jetzt irgendwas noch machen?
Warte mal. Abweichler sind nicht eingebrochen. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Ach, das waren Androiden. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Okay. Ich will mich hier erstmal noch an der besagten bösen Wand umgucken. Huch. So. Frisches blaues Blut, Modell PL600, als vermisst gemeldet, 16.02.2036. Hm. Ah, okay, das kann er nicht untersuchen jetzt, oder wie? Ach doch, warte mal, kann er doch. Na komm, warte. So, jetzt. Okay, Ach hier, warte mal, untersuchen. Ich will hier nichts übersehen, deswegen, das ist alles ein bisschen tricky. Rede wurde von hier gefilmt, okay. Haben wir jetzt den Fall vollständig zusammen langsam, oder wie sieht's aus? Das da ist doch die Frau, die wir weggelockt haben, oder? Okay, also wir sollen jetzt mit denen wahrscheinlich in der Küche reden, ha? Huh? Okay, dann tun wir das so einfach mal. Oh Gott, das ist aber auch creepy, ey. Verhören. Oh Gott, ja, wir wissen ja, was passiert, wenn wir wen verhören sollen. Die drehen ja immer alle durch und bringen sich um und mich um und alle anderen um. Überprüfe Reaktionen, um den Abweichler zu finden. Okay, Funktion. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JP300, Seriennummer 336-445-581. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Hä? Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Oh. Connor, der harte Hund. Hey, ich hab doch die anderen gar nicht befragt. Ich hab... Was? Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Okay. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Oh! Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Warum hat denn der andere gerade darüber geguckt? Ha. Der! Der ist es! Der ist es. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. W-
Boah. Der ist der Einzige, der halt öfter mal mit den Blicken so wegguckt. Wir blöffen. Die Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Hm. Der! Der ist es, wusste ich doch. Oh. Alter! 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 Scheiße! Oh Mist! Oh Mist, ich glaube, ich sterbe. Connor, komm! Oh, scheiße! Ey, komm, das kriegen wir hin. PlayStation, hör auf zu laggen, sonst fliegst du über den Balkon. Oh, huch. Und vor allem hängt der Freund des Androiden, ne? So hilft er uns, wenn wir ihn brauchen. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. So. Schön, dass ich meine eigene interne Einheit wieder reinsetzen kann und wieder leben kann. Er ist ein Abweichler, aufhalten! Ich wollte ihn leben. Ja, das war jetzt zu spät. Du hast damit Leben gerettet. Du hast mein Leben gerettet. Ja. Das zweite Mal bereits. Nein, eigentlich das dritte. Oh Gott, Hank wird hier noch unser Best Buddy, ey. Mann. Nee, wir ziehen das mit. Oh. Oh. Oh, wir waren nicht auf dem Dach. Ach du Scheiße. Vom SWAT-Team angegriffen, während Stratford Tower blaues Blut an der Wand analysieren. Ah, oh. Aber wir haben Simon nicht gefunden. Den hätten wir wahrscheinlich finden können. Massaker verhindert. Oh Gott. Das hätte wahrscheinlich auch lustig enden können. Ich hab... Oh Gott, ich hab im Flur gar nichts untersucht. Ach du Scheiße. Hank konfisziert die Münze. Ich hätte wahrscheinlich nochmal in den Flur... Klar, ich hätte nochmal in den Flur gehen können und, ach Mann. Und das hier hätte wahrscheinlich zum Dach geführt. Hier, da hätten wir Simon gefunden. Aber der ist noch da. Simon hätte uns vielleicht erschossen. Oh mein Gott. Okay. Ich beende hier erst einmal den Part. Da haben wir wieder einiges erlebt. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich immer noch nicht so ganz rein ins Spiel. Ich weiß auch nicht. Es ist super spannend, es ist super cool, aber... Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin die ganze Zeit so dieses... Oh, was? Oh Gott, was passiert hier? Was? Keine Ahnung. Tschüss. Nee, aber ich finde mich da schon rein. Wir sind ja erst bei Part, weiß nicht, 20 oder... Irgendwie so 18, 19, 20, irgendwie so in der Dreh sind wir. Alles klar, dann hoffe ich, der hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!